Jetzt nimmt man euch wirklich das Freibier weg. Uiuiuiui. Ist da jemand butthurt, weil er für seine DAW zu viel zahlt? Jahoo.de! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Schön, dass ihr wieder beim Kommentare kommentieren dabei seid. Das ist jetzt das vorletzte Video für 2023. Es kommt noch ein Video über Key-Switches. Und dann soll es für dieses Jahr gewesen sein. Hey Andi, kannst du mal eine Folge machen, in der du zeigst, wie man Audio in MIDI konvertiert? Ich breche mir seit Tagen die Finger. MIDI-Spur anlegen, Audio per Drag and Drop kopieren, Bass-Drum-Spur, bei der folgenden Abfrage Default auswählen. Toll, Audiospur wird analysiert, aber danach passiert nichts. Was mache ich falsch? Hab inzwischen sogar Melodyne in der 30-Tage-Version installiert, aber das bringt mir auch nichts. Ein passendes Video von dir habe ich aber leider nicht gefunden. Daher die Anregung. Liebe Grüße, Michel. Michel. Hey, lieber Michel, es kommt drauf an, was du bei Cakewalk konvertieren möchtest, welche Art von Audio. Da gibt es ja eigentlich zwei. Es gibt die ganzen melodiösen, also wie zum Beispiel an Bass oder eine Gitarre oder speziellen Gesang. Dafür ist Melodyne dann die erste Wahl. Es wird von alleine, wenn du kein Melodyne, nicht mindestens Essential installiert hast, wird da auch nichts passieren. Weil ich habe mir extra hier eine Installation gemacht auf einem Rechner, wo kein Melodyne drauf ist. Und wenn ich hier ein Audio in eine MIDI-Spur ziehe, passiert gar nichts. Probiere ich sie doch bei meinem DAW-Rechner aus, wo Melodyne die Studio Edition drauf ist. Funktioniert's. Die andere Möglichkeit, die in Cakewalk vollst integriert ist, wenn du ein Schlagzeug im MIDI umwandeln kannst. Da gibt es hier ein sehr mächtiges Werkzeug, das nennt sich Drum Replacer, ist bei Cakewalk dabei und kostet nichts. Und da kann ich entweder Einzelspuren hernehmen oder ich kann ein komplettes Schlagzeugset hernehmen. Und dann habe ich hier zum einen einen Regler, wo ich die Frequenz einschränken kann. Bei einer Kick macht es natürlich Sinn, sowas im unteren Bereich, so bei um die 100 Hertz, je nachdem welche Kick ihr habt. Und mit weiteren Reglern kann ich es dann so einstellen, dass die Audiospur so gut wie es geht in MIDI umgewandelt wird. Und das kann ich dann entweder in einer extra MIDI-Spur speichern. Oder die erkannte Kick dann direkt an mein virtuelles Schlagzeug senden. Genauso wie mit der Snare. Mit Toms funktioniert es auch noch ganz gut. Wo ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, war bei den Hi-Hat-Cymbals, also alles was irgendwie. Aber probiert es mal aus. Melodyne für Melodien und für alles Schlagwerkige der Drum Replacer. Übrigens, es gibt noch nichts Neues zum Bezahlsonar. Da wird die Homepage zwar immer wieder so ein bisschen abgeändert, aber da geht es nur um Feinheiten. Also es sind noch keine Preise raus. Ich habe mich schon mit 3 E-Mail-Adressen sicherheitshalber für die Beta angemeldet. Und sobald es da natürlich was gibt, erfahrt ihr es hier auf diesem Channel. Hallo, danke für die Tutorials. Ich habe eine wichtige Frage. Angenommen, ich will ein Lied, Gesang aufnehmen. Ich importiere das Instrumental auf eine Spur. Dann habe ich zum Beispiel 3 verschiedene Audiospuren mit Gesang. Kann ich, ohne etwas direkt zu exportieren, die 3 Gesangsspuren miteinander verschmelzen, ohne die Instrumentalspur mit zu verschmelzen? Bei Audacity war das möglich. Cakewalk ist für mich noch neu. Wäre für eine Antwort sehr dankbar. Hey, Radam TV, ich hoffe, es geht dir gut. Natürlich gibt es dir bei Cakewalk diese Möglichkeit, das zu schmelzen, oder hier nennt sich diese Funktion Spur abmischen. Und zwar gehst du da folgendermaßen vor. So, ich bin jetzt hier an meinem Rechner, und um die Spuren, die ich jetzt hier sehe, abzumischen, markieren wir uns die erste Mal. Und dann gehen wir hier oben auf Spuren. Und Spuren abmischen. Und da haben wir jetzt hier dieses Menü. Unter Presets verstecken sich verschiedene Vorlagen, die wir auswählen können.
lassen wir erstmal links liegen. Bei Ziel stellen wir sicher, dass neue Spur drin steht. Bei Kanalformat ist es Stereo, wird eine Stereo-Spur erstellt. Ist es Mono, wird eine Monospur erstellt. Und bei Split werden eine Stereo-Spur als zwei Monospuren links und rechts erstellt. Dithering können wir leer lassen, genauso wie Puffergröße, da wir ja hier in dem Projekt weder die Bittiefe noch die Sampling Rate ändern. Bei Abmischumfang nehme ich in diesem Fall Hardware-Ausgänge und da lasse ich auch die Quellen so drin stehen wie Sand. Bei Abmischen und Rendern stellen wir sicher, dass besonders Bus Stumm Solo, Bus Automation und Bus FX deaktiviert sind, weil ja dann der ganze Sound durch alle vorhandenen Busse und eventuell auch Masterbus durchgeht und da können ja Effekte drin sein oder Automationen, wo es mal lauter oder leiser wird. Die wollen wir ja beim Abmischen nicht drin haben und genau deswegen werden wir die deaktivieren. Dann drücken wir auf OK und dann werden die markierten Spuren zu einer Spur zusammengemischt. Jetzt nimmt man euch wirklich das Freibier weg. Man kann schon wirklich froh sein, dass Sonar so loyale User hat. Naja, wenn ich von der Software überzeugt bin, dann bin ich ein loyaler User. Egal, ob es was kostet oder nicht. Ich meine, ich habe auch Software wie zum Beispiel DaVinci Resolve, für das habe ich auch ein paar hundert Euro zahlen müssen. Ich bin auch loyaler User. Ich weiß nicht, was das damit zum Tor hat, weil es nichts kostet. Probier heute mal Cakewalk aus, es kostet nichts und es ist genauso gut wie jede andere DAW. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Zeig mir von irgendeiner anderen DAW ein Feature, wo ich sage, auf das kann man nicht verzichten und das ist bei Cakewalk nicht dabei. Moin Moin, gibt es eine Möglichkeit, zwei VST-FX-Fenster gleichzeitig zu öffnen? Beispielsweise habe ich ein EQ-Plugin offen und will aber gleichzeitig ein Mastering-Modul oder Analyzer dahinter öffnen. Das geht nicht, weil der EQ automatisch schließt, wenn ich das andere Plugin öffne. Bildenart, schön mal wieder von dir zu hören. Natürlich geht es und zwar bei, ob das jetzt ein VST-Effekt ist oder ein VST-Instrument, geht halt in einem schwebenden Fenster auf und normalerweise ist es so, sobald ich ein neues schwebendes Fenster öffne, geht das alte zu. Das passiert aber nicht, wenn ich beim gewünschten Fenster, das offen bleiben soll, hier bei der Pinnadel die aktiviere. Jetzt leuchtet die und wenn ich jetzt einen anderen Effekt aufmache, bleibt der offen. Und das kann ich mit so vielen Effekten machen, wie ich möchte oder Plots auf meinem Display habe. Ja, und dann habe ich noch eine E-Mail vom lieben Hans Martin erreicht, ich hätte fast gesagt, ereilt. Lieber Hans-Martin, du hast mir geschrieben, und zwar, dass du bei dir Probleme hast, wenn du was exportierst, dass es sich da unter anderem anders anhört, wie in deiner DAW selbst. Und wir haben ja da schon ein bisschen hin und her geschrieben. Hier hast du ja beim Export auch diese ganzen Effekte, die du aktivieren kannst in den Buren und Spuren und Bussen, würde ich aber nicht machen. Ich würde bei dir eher bei anderen Sachen gucken, woran das hapern könnte. Zum einen kann es vielleicht sein, guck doch mal hier in der Mischpultansicht, dass du beim Kanalzug auch den Ausgang, den Hardware-Ausgang auswählst und schau mal hier bei der Wiedergabe, ob du hier über 0 dB bist. Alles drunter ist okay, aber sobald du auf plus minus 0 dB oder drüber bist, bist du am Übersteuern im Export und das ist nicht gut. Und das hörst du auch, dann hört das sie verzerrt an und rauscht und digitale Verzerrung ist nie gut. Wenn du intern in Cakewalk übersteuerst, wirst du das auch nur beim Export hören, weil intern löst Cakewalk viel höher auf als jede Datei, wie du exportieren kannst. Bei jeder Datei, die du normalerweise exportierst, ist bei 0 dB, wie gesagt, Schluss. Cakewalk intern löst mit 32 Bit Float auf, nicht Integer, dateitechnisch oder bandbreitentechnisch um ein Vielfaches mehr. Jetzt haben wir auf einmal minus 770 dB und plus ungefähr 700 dB, wo wir übersteuern können, ohne dass es irgendwie die Audioqualität beeinflusst. Spätestens beim Export aber muss ich auf unter 0 dB. Schau mal da noch, ob da irgendwas fehlt. Auch ein weiterer
der zweite hauptsächliche Grund, warum es sich anders anhört nach dem Export, kann sein, wenn du den falschen Treiber nutzt. Wenn du zum Beispiel Wasapi Shared nutzt. Das ist der Wurstigal LMA Treiber, der frisst jede Soundkarte, ob es jetzt interne ist oder externe, von der teuren ASIO bis zur billigen Onboard, ist dem wurscht, nimmt er alles. Hat aber auch den zwei wesentliche Nachteile. Der erste große Nachteil ist, dass du den Windows-Kernel nutzt und somit auch den Windows-Mixer. Das macht es langsam. Wenn deine Sampling-Rate und Bit-Tiefe in Cakewalk sich von der System-Sampling-Rate und Bit-Tiefe unterscheidet, Beispiel Cakewalk läuft mit 48 kHz und 24 Bit, dein internes Windows-System läuft aber mit 44,1 kHz und 16 Bit, wird es jedes Mal auf dem Weg von der Soundkarte zu Cakewalk wird es zweimal konvertiert. Das bringt natürlich Qualitätsverlust und sogenanntes Quantisierungsrauschen. Dafür braucht man unter anderem zum Beispiel dieses Dithering. An dem könnte es liegen. Und was mit Wasapi Shared auch noch kacke ist, ist... Jetzt habe ich es vergessen. Warte mal. Das ist gar nicht unwichtig. Jetzt wird es Zeit, dass das Jahr vorbei ist. Ich habe schon bin hier wieder Sieb. Das war jetzt der zweite Nachteil. Naja, jetzt hat Wasapi Shared heute noch einen weiteren Nachteil. Und zwar, dass es eventuelle Effekte, wie zum Beispiel diese Kopfhörersimulation oder Sonic Ambience oder irgendwelche anderen Klangraumsimulationen, wenn die bei Windows aktiviert sind, kann es sein, dass die dann mit reingerendert werden. Genauso bei der Aufnahme, wenn dein Mikrofon irgendwie ein Noise Gate oder irgendwelche anderen schönen Färbeeffekte hat, werden die mit aufgenommen. Wenn du also kein ASIO-fähiges Audio-Interface hast, schau zumindest, ob du es mit Wasapi Exclusive hinkriegst. Funktioniert aber bei den meisten Soundkarten nicht. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, holt euch ein ASIO-Interface. Kostet nicht viel. Da habe ich ja hier so ein Video über eine passende Hardware. Und ja, wir sehen uns auf alle Fälle dieses Jahr nochmal beim Keyswitch-Video. Und bis dahin sage ich wie immer Bussi aufs Bauchibärli und Servus. Und das war es ja dringend halt nicht, nur weil wir was frei begriffen haben. So ein Schmerz.